Jeder kennt es. Jeder hat es schon einmal benutzt. Das Tempotaschentuch. Seit Jahrzehnten ein Helfer in der Not, wenn die kalten Wintertage kommen. Eine Marke mit einem Bekanntheitsgrad von nahezu 100% und einem Marktanteil von über 25%. Tempo, Synonym für alle Papiertaschentücher. Tempo. Blau und Weiß. Diese Farben prägen den Markenartikel. Eine Geschichte, die am 29. Januar 1929 in den Vereinigten Papierwerken Nürnberg beginnt. Wer dem Zellstoffklassiker seinen Namen gab, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, die Zeiten waren ideal für das neuartige Produkt. Die 20er Jahre sind eine Zeit der Veränderungen. Alles scheint möglich. Das gesellschaftliche Leben pulsiert und Zeit wird ein wertvoller Faktor. Tempo ist das Motto der Epoche. Tempo in allen Lebenslagen. Damals eine hygienische Revolution, denn durch die einmalige Verwendung nimmt die Selbstinfektion bei Schnupfen und Grippe ab. Der Kinospot soll den Beweis liefern. Mein Gebiet habe ich ausreichend mit Grippe versorgt. In 4 Wochen 10.000 Menschen glatt umgelegt. Ihr Schnupftuch ist doch einfach vorsintflutlich. Wir wurden in die Hosentasche verfrachtet und fanden dort das denkbar günstigste Klima, um uns tausendfach zu vermehren. Mit einer neuen Waffe greifen sie uns an. Wir sind geschlagen. Fast wäre ich mit verbrannt. Mit Tempo sind sie hinter uns her. Mit Tempo wollen sie uns vernichten. Blau? Weiß? Tempotaschentücher. Gefährliches Tempo? Nicht für die Klitschkos. In der Werbung wird das Papiertaschentuch zum Retter.